kommen wir zum dritten und letzten Han Solo Roman von Brian Daley. Han Solo und das verlorene Vermächtnis. Der beste Titel, meiner Meinung nach, und das schönste Cover. Und auch insgesamt, meiner Meinung nach, der beste Brian Daley Han Solo Roman. Also gehen wir gleich mal drauf ein, mit der Story an sich, und es ist meiner Meinung nach die beste Story von all den drei Büchern. Wir haben hier eine klassische Schatzsuche. Im Grunde läuft es folgendermaßen ab. Han und Chewbacca sind immer noch im Kooperationssektor unterwegs und von einem alten Schmugglerbekannten erfahren sie, dass die Reichtümer, der verlorene Schatz des Piraten Xim, anscheinend auf der Welt Delal verborgen liegt. Daraufhin brechen sie dorthin auf, mit einigen weiteren Verbündeten, um den Schatz des Despoten Xim zu finden. Verfolgt wird Han dabei jedoch von Galandro, dem Revolvermann aus dem vorigen Buch. Hier möchte ich nicht allzu viel spoilern, aber aus den beiden Feinden, Han und Galandro, wird im Laufe der Handlung auch kurz Verbündete und dann könnt ihr ja sehen, wie das weiter abläuft. Also, meiner Meinung nach, wie schon gesagt, das ist für mich die beste Story des Romans. Ich liebe diese Schatzsuche, die hier vonstatten geht. Mir gefällt das Worldbuilding, das wir hier haben, sehr, mit der Legende rund um Xim, den Despoten, was natürlich in späteren Jahren im Verlauf des Expanded Universe noch weiter ausgearbeitet wird. Mir gefallen Hans neue Verbündete hier, wir haben einen Akademiker namens Skynks, ist sein Name, denke ich, schwer aussprechbar. Wir haben immer noch Bollocks und Blue Max, die haben hier auch ein paar großartige Momente. Und dann haben wir hier endlich einen wirklich zentralen Bösewicht in der Handlung, nämlich Galandro. Dieser ist nach wie vor ein beeindruckender, gefährlicher Gegenspieler für Han Solo und das macht Spaß zu lesen. Han Solo und das verlorene Vermächtnis ist mein Lieblingsroman von Brian Daley. Er hat ja nur drei geschrieben und das hier ist meiner Meinung nach wirklich der beste der drei. Es gibt nur noch eine Kleinigkeit, die ich ansprechen muss und das ist das Ende, denn da wird angedeutet, dass Han und Chewie jetzt in den bekannteren Raum zurückkehren, sie verlassen den Kooperationssektor und alles, und sie wollen einen Auftrag für Jabba annehmen. Und da wird natürlich angedeutet, so verknüpft es sich also mit Star Wars, eine neue Hoffnung. Nicht ganz, denn es gibt ja noch eine weitere Han-Solo-Trilogie, die von A.C. Crispin, welche direkt in den Film, in die Story von eine neue Hoffnung übergeht. Aber es verknüpft sich auch extrem stark mit Brian Daleys Trilogie. Darauf komme ich aber dann in einem anderen Video mal zu sprechen. Insgesamt ist das hier wirklich ein großartiger Abschluss. Auch wenn ich sagen muss, die Übersetzung, da ich es gerade vom Ende hatte, da ist ein schlimmer Schnitzer drin. Jabba der Hutt wird nämlich Jabba die Hütte genannt. Ja, was soll man da groß machen? Ist halt so. Aber trotzdem, Han Solo und das verlorene Vermächtnis, wenn ihr einfach ein spaßiges Schmugglerabenteuer wollt, das vor Episode 4 angesiedelt ist, Han in Bestform, sein Charakter, wie in der ganzen Reihe, perfekt. Macht einfach Spaß zu lesen, die Schatzsuche, diese Storyline, ist die beste Story in dieser Trilogie, meiner Meinung nach. Absolut klare Empfehlung, es ist ein großartiger Roman.